Wir betrachteten unsere Umgebung und waren erstaunt von den Überraschungen, die sie für uns bereithält. Wir beobachteten die Natur in ihrer perfekten Harmonie und stießen auf ein Meer von grenzenlosem Wissen. Wir bedienten uns der Schätze dieser Welt, um uns ein Paradies auf Erden zu errichten. Jeder Moment ist einmalig, jeder Tag einzigartig. Durch unser Handeln nehmen wir Menschen direkten Einfluss auf unsere Umgebung. Wir gestalten unsere Umwelt, schmücken sie mit faszinierenden Bauten. Wir entdeckten neue Wege, um natürliche Energien nutzbar zu machen. So bleiben unsere Städte auch bei Nacht erleuchtet. Die Fortschritte in der Lebensmittelproduktion haben nicht nur dafür gesorgt, dass unsere Nahrungsgrundlage gesichert ist, sondern dass unsere Lebensmittel im Übermaß unser Leben versüßen. Wir sind in der Lage, selbst Wasser aufzubereiten und der Masse zur Verfügung zu stellen. Unsere Medizin hat einen solchen Fortschritt erreicht, dass wir zahlreiche Krankheiten bekämpfen oder zumindest eindämmen können und so den Menschen zu einem besseren Leben verhelfen. Orte, Regionen, Zeitzonen wechseln wir in hochentwickelten Transportmitteln, auf des Windes Flügeln. Große Schiffe mit Bergen von Gütern gelangen binnen Stunden über die Ecken der Welt zu uns. Wir gehen über die Grenzen des Himmels und der Erde hinaus und decken die Geheimnisse des Universums auf. Menschen sind sich heute näher als je zuvor. Ob durch Telefon, Fernsehen oder Internet. Binnen Sekunden tauschen wir Neuigkeiten und Informationen aus. Wir haben diesen großartigen Fortschritt erreicht. Trotzdem machen uns einige Probleme immer noch zu schaffen. Es sind Rückschläge, die unzertrennlich mit dem Pfad des Fortschritts verbunden zu sein scheinen. Rückschläge, die auf die Natur zurückzuführen sind. Eine Natur, die nur so vor Kraft strotzt und uns von Zeit zu Zeit die Grenzen unserer Entwicklung aufzeigt. Dann gibt es noch Rückschläge, die von Menschenhand stammen, aber nicht weniger erschreckend in ihren Auswirkungen sind. Sie münden meist in Konflikte, Unruhen und Chaos. Einer dieser von Menschenhand geschaffenen Rückschläge ist die momentane Euro-Krise, die Mitglieder der Währungsunion mit voller Wucht trifft. Eine Krise mit globalem Ursprung und globalen Folgen. Ja, also man kann vielleicht noch einen Schritt zurückgehen bei den Krisen, Euro-Krise, Finanzkrise. Man muss fast noch einen Schritt zurück machen, Immobilienkrise in den USA. Oder noch einen Schritt zurück, die Attentate von 9/11. Die dafür sorgten, dass in den USA große Rezessionsängste da waren, dass die Federal Reserve die Zinsen stark nach unten schleuste, Richtung 1%. Dadurch wurde die Finanzierung von Immobilien billig. Die Immobilienpreise in den USA explodierten, bis dann ein Höhepunkt erreicht war und diese Blase so anfing zu bröckeln und zu platzen 2006 und 2007. Und diese Kredite, die vergeben wurden, waren verbrieft und zusammengebündelt und zum großen Teil von den amerikanischen Banken, die schon früher wussten, dass nicht alles zum Rechten steht, an europäische Banken verkauft worden. Und damit schwappte diese Immobilien- und Bankenkrise aus den USA nach Europa herüber. Diese erstmal, ich sag mal, Finanzkrise kam dann zeitlich zusammen mit einem zweiten Problem, dass offenkundig wurde, dass die Staatsverschuldung, ich sag mal, die Glaubwürdigkeit insgesamt war am Finanzmärkten in Frage gestellt. Das betraf zunächst die Banken, aber es betraf natürlich dann irgendwann auch die Staaten, die eine hohe Staatsverschuldung aufwiesen. Und dann kam dazu, dass mit Griechenland die Information kam, dass die Daten, die bis dahin vorlagen,
falsch waren, gefälscht waren, dass die Staatsverschuldung deutlich höher lag, und zwar so hoch, dass Griechenland das nicht würde bedienen können. Und daraufhin hat man sich natürlich andere Staaten auch angeguckt, auch insbesondere solche, die zur Rettung ihrer Banken, Beispiel Irland, sehr viel investieren musste, und festgestellt, dass es halt einige andere Länder gibt, wie Spanien, Portugal und Italien, die solche Probleme hatten. Und daraus wurde dann eine Euro-Krise. Sie besteht nicht nur aus einer zahlenmäßigen Tragik, ausgedrückt durch hohe Arbeitslosigkeit, negativem Wirtschaftswachstum oder einer instabilen Währung. Sie bedeutet weit mehr und findet ihre Opfer unter den ganz Schwachen. Das fängt, wie gesagt, bei den griechischen Rentnern an, denen die Renten gekürzt werden. Es geht weiter bei den Jugendlichen, die keine Jobs finden, wo wir in einigen dieser Krisenländer 50% Jugendarbeitslosigkeit haben. Das sagt sich so leicht dahin, aber es steckt natürlich da unendlich viel dahinter. Die Opfer dieser Krise, das sind zuerst die Schwachen, das ist ja logisch, und nicht die Starken. Aber in einem Dominoeffekt und auch einem Flächenbrand ähnlich werden am Ende auch die starken Staaten vor der gleichen Problematik stehen, die wir jetzt in Griechenland haben, in Portugal und Irland. In Europa ist die Lage angespannt. Menschen reagieren auf die Entwicklungen, nehmen Einschnitte in ihre Existenz nicht einfach hin. Vor allem die Jugend protestiert auf den Straßen für eine Perspektive, mehr Hoffnung und Gerechtigkeit. Die EU steht vor Schwierigkeiten historischen Ausmaßes und ist geteilt in Geber und Nehmer, in Arm und Reich. Zu dieser inneren prekären Lage kommen äußere Faktoren hinzu. Globale Bedrohungen bahnen sich ihren Weg und stellen die Vision eines Weltfriedens auf ganz wackelige Beine. Es gibt eine Vielzahl von Konflikten in der Welt. Früher gab es vor allen Dingen zwischenstaatliche kriegerische Auseinandersetzungen. Die sind abgelöst worden in der Mehrzahl der Fälle von Konflikten innerhalb von Staaten. Häufig sind die Konfliktparteien dann die Regierung und Rebellengruppen. Und die sind häufig Konflikte, die aber auch über die staatlichen Grenzen hinausgehen, wo also viele Akteure beteiligt sind. Und insgesamt ist es so, dass die Zahl der Toten zum Beispiel zwar sinkt insgesamt, dennoch ist es so, dass von einem Frieden weltweit überhaupt nicht die Rede sein kann. Trotz der Historie des Ersten und Zweiten Weltkriegs haben wir eine hohe Anzahl von bewaffneten Konflikten. Durch die perfekte Vernetzung von Medien sind wir in der Lage, uns über diese zu informieren. Aber das wahre Ausmaß ist schwer für uns zu begreifen. Die bewaffneten Konflikte sind über den Globus weit verstreut. Der afghanische Bürgerkrieg seit 1978, circa 3 Millionen Tote. Der somalische Bürgerkrieg seit 1991, circa 400.000 Tote. Der Konflikt in Kolumbien seit 1964, circa 400.000 Tote. In jüngster Zeit hat sich jedoch der Mittlere und Nahe Osten in den Vordergrund der Weltaufmerksamkeit gedrängt. Eine Region mit der höchsten Dichte an Interessen und geopolitischen Unwegsamkeiten. In diesem Pulverfass kommt es zu einem fundamentalen Wandel, der sogenannten Arabellion, getragen und vorangetrieben vor allem durch die Jugend. Ich glaube, im Nahen Osten herrscht immer die Gefahr eines Flächenbrandes, und wir haben gesehen, was das ausgelöst hat, dass ein Gemüsehändler in Tunesien sich selbst angezündet hat. Daraus ist ein Flächenbrand entstanden. Er zündete sich an aus Protest, und später stürzte der Diktator von Tunesien, und das führte zu dem Aufstand in Libyen, das führte zum Aufstand in Ägypten, und das führte zum Aufstand, den wir in Syrien haben, in Bahrain, in Saudi-Arabien, in Jordanien, überall gärt es. Diese Region ist eine Region, die voll ist von jungen Menschen, die keinen Ausblick haben auf eine bessere Zukunft, die von ihren eigenen Regierungen bisher ausgebeutet wurden, denen keine Chance gegeben wurde, eine bessere Zukunft für sich aufzubauen. Ein riesiges Potenzial an Frust steckt in dieser Region, und jede Entwicklung kann dazu führen, dass dieser Frust irgendwann explodiert. Die Demokratiebewegungen, die Befreiungsbewegungen im arabischen Raum,
die haben die wesentliche Dynamik ausgelöst, dass auch über Jahrzehnte sehr stabile Regime jetzt in Schwierigkeiten geraten sind. Und auf Dauer, da tragen vielleicht auch die neuen sozialen Medien dazu bei, organisieren sich Oppositionsbewegungen gegen autoritäre Regime deutlich schneller, als das früher der Fall war. Ich glaube trotzdem, dass Diplomatie, dass auch ökonomische Fragestellungen immer sozusagen der erste Weg sein müssen, auch Regierungen klarzumachen, dass sie den Weg für Reformen öffnen müssen. Und in Syrien habe ich keine Zweifel, dass das Assad-Regime bald erkennen wird, dass die Kräfte des Wechsels nicht mehr rückgängig gemacht werden können und dass die Menschenwürde nicht verweigert werden kann. Wie dieser unglaubliche Transformationsprozess enden wird, bleibt unsicher. Aber wir haben einen riesigen Anteil am Ergebnis. Während die letztendliche Bestimmung des eigenen Schicksals in den Händen der Bevölkerung dieser Region liegt, werden wir uns als Verfechter derjenigen Werte einsetzen, die unserem Land gute Dienste geleistet haben. Wir haben ja noch Bashar al-Assad im Ohr Anfang März 2011, wie er fast lachend sagte, mit Blick auf die anderen Länder, Libyen, Tunesien, Ägypten, das kann in Syrien nicht passieren. Und dann passierte es sehr bald. Also in Syrien haben wir ähnliche Bedingungen, bei allen Unterschieden, die bestehen. Aber wir haben ähnliche Bedingungen, die die Menschen stark macht, die die Menschen entschlossen macht, bis zum Ende mit dem Regime, gegen das Regime zu kämpfen. Also der Syrien-Konflikt, der unterscheidet die Revolutionen, wenn ich so sagen kann, die wir vorher gesehen haben im selben Raum, der unterscheidet sich schon deutlich davon, vor allem in einem Aspekt, das ist der Zugang zu Informationen, den wir haben bzw. nicht haben. In diesem Fall. Es ist unglaublich schwer, im Fall Syrien an abgesicherte, nachprüfbare Informationen zu bekommen. Wir haben auf der einen Seite die Informationen vom Regime Assad, den natürlich, weil es sich um ein diktatorisches Regime handelt, nicht wirklich sofort und immer gleich Glauben zu schenken ist. Das muss man überprüfen. Auf der anderen Seite, das, was uns von der Opposition erreicht, auch da können wir den Wahrheitsgehalt der Informationen nicht überprüfen. Da haben wir die berühmten Internetvideos, die aus der Stadt Homs stammen sollen. Wir können aber nicht wissen, ob sie wirklich aus Homs sind. Wir wissen auch nicht, an welchem Tag sie aufgenommen wurden. All das macht die Berichterstattung im Fall Syrien unglaublich schwierig, zumal es ja noch dazu sehr gefährlich ist, für ausländische, für westliche Journalisten in Syrien zu arbeiten. Die Visaerteilung funktioniert nicht. Und selbst wenn dann ein Visum erteilt wird, ist man, wie das auch unsere Reporterin Antonia Rados erfahren hat, weitgehend auf die Kooperation mit staatlichen Medien oder Medienbetreuern angewiesen. Und das heißt natürlich auch immer eine staatlich gelenkte Kommunikation. Freie Berichterstattung aus Syrien ist deshalb so gar nicht möglich. Man weiß, nichts ist sicher in diesen Tagen, aber ich denke schon, dass die Minderheiten, dass sie sich die Situation der Minderheiten nicht zum Besseren wendet dadurch. Weil die Minderheiten jetzt gerade noch den Schutz genießen vor den Islamisten durch Assad. Aber die Situation ist sehr verquer. Aber sollte Assad stürzen, und er wird früher oder später wird er stürzen müssen quasi auch, dann wird es den Minderheiten nicht gut ergehen. Christen, verschiedene islamische Gruppierungen, Juden, so viele verschiedene Ansichten leben dort auf engstem Raum. Und das seit Tausenden von Jahren. Aber nichts geschah. Doch diese Regierung versucht, dieses Spiel zu spielen. Christen, wir lieben euch. Wir wissen, dass wir schon seit einer langen Zeit friedvoll mit euch zusammenleben. Aber wir sind machtlos. Es ist einfach ein Spiel. Die Christen leben mit uns, essen mit uns und wir haben eine gute Beziehung zu ihnen. Aber die möchten das Spiel spielen, dass mit den Christen etwas passieren wird. Naja, das ist ein Spiegel auch des insgesamt fragmentierten Landes. In den Städten wie vor allen Dingen Damaskus und Aleppo gibt es ja doch eine Mittelschicht, die von dem wirtschaftsliberalen Kurs der Regierung auch profitiert hat, die auch interessiert ist an Stabilität und Repression dafür auch in Kauf nimmt, weil sie in der Lage ist, doch wirtschaftlich zu profitieren. Und diese Schichten haben lange und zum Teil bis jetzt noch gezögert, sich diesen Forderungen anzuschließen, sodass man insgesamt von einer Gespaltenheit sprechen muss. Dazu kommt dann natürlich auch die konfessionelle Fragmentierung, die ich angesprochen habe. Das heißt, es ist insgesamt eine sehr, sehr schwierige und schwer überschaubare Gemengelage. Dann gibt es eine
inländische Opposition, eine ausländische Opposition, die sich offensichtlich auch nicht einig sind und nicht die gleiche Führung haben. Und wenn man das alles in Rechnung stellt, dann ist eine Vereinbarung zwischen der Opposition, das ist ein Singular, aber eigentlich gibt es Oppositionen, und dem Regime schwierig. Also das Wort Intervention ist ja ein ganz flexibles Wort. Mit Intervention heißt ja einfach nur Einmischung letztlich, Eingriff. Man kann rhetorisch intervenieren, man kann mit Drohungen intervenieren, man kann mit Geheimdiensten intervenieren, man kann mit Waffenlieferungen intervenieren, man kann mit Bombardements intervenieren, man kann einen Staatspräsidenten umbringen lassen, man kann Drohnen schicken, das ist alles möglich. Intervention sagt erstmal viel und damit gar nichts. Eine Form, über die tatsächlich nachgeredet wird, den Regimewechsel zu beschleunigen, ist die Unterstützung der Opposition. Auch hier gibt es ganz verschiedene Grade von Unterstützung. Es gibt eine politische Unterstützung, die ich für richtig halte und die man natürlich auch koppeln daran muss, wie die Opposition sich entwickelt. Ist sie bereit, tatsächlich sich untereinander einig zu werden? Kann sie ihre Reihen schließen? Kann sie Differenzen innerhalb der unterschiedlichen Oppositionsgruppen überwinden? Was ja auch ein Zeichen dafür ist, ob sie nach einem Regimewechsel in der Lage sein werden, demokratisch zu und pluralistisch zu regieren. All das sind Fragen, die nicht nur geklärt werden müssen, sondern die immer im Vordergrund stehen müssen, bevor man sich überhaupt überlegt, ob man etwas militärisch unternimmt. Deswegen muss man immer davon ausgehen, dass eine Gegenreaktion beispielsweise des syrischen Regimes zu noch mehr Blutvergießen führen kann. Und gleichzeitig müssen wir damit rechnen, dass natürlich Verbündete von Syrien, wie beispielsweise der Iran, aber auch Russland, durchaus ganz anders gelagerte Interessen haben. Und das Ganze dann dazu führen könnte, dass wir es zu einer globalen Krise entwickeln, wenn wir wirklich glauben, dass wir mit militärischen Mitteln von außen diese Situation lösen könnten. Ich glaube nicht daran. Nun, die Vereinigten Staaten glauben fest an die Souveränität und territoriale Integrität aller Mitgliedstaaten. Aber wir glauben nicht, dass die Souveränität verlangt, dass der Rat schweigt, wenn Regierungen ihre eigenen Bürger massakrieren. Jeden Tag diese Schiffe, große Schiffe beladen mit neuen Waffen, kommen aus China, Russland und Iran nach Syrien. Warum sehen Sie das nicht? Warum? Ja, das ist eine riesige Gefahr. China und Russland sind Großmächte, das ist gar keine Frage, die natürlich ureigene Interessen verfolgen mit ihrer Haltung und die sich durch ihr Veto oder ihre Enthaltung in der UNO auch absetzen wollen von der westlichen Welt. Das ist eine große Gefahr für den Weltfrieden, gar keine Frage. China und Russland scheinen kein Interesse daran zu haben, dass der westliche Einfluss in der Region wächst. Sie stellen sich nicht nur in der UN quer, sondern fördern die Regierung Assads durch finanzielle und militärische Mittel. Angesichts dieser Entwicklung wird diskutiert, wie man in den Konflikt eingreifen soll. Wenn Sie in Homs in einem Wohnviertel sind und beschossen werden von Panzern, die wenige Kilometer außerhalb Ihres Wohnviertels stehen, dann glaube ich, können Sie den Menschen dort nicht absprechen, dass sie auch das Recht haben, eine panzerbrechende Waffe zu benutzen. Und dass sie sagen, eine Kalaschnikow, die auf dem lokalen Markt erhältlich ist oder die sie zum Teil von syrischen Soldaten kaufen, die reicht mir nicht aus. Ich brauche eine Panzerfaust, um diese Gefahr für meine Familie, für mein Viertel abzuwehren. Gleichwohl ist es so, dass je mehr Waffen in einem Land sind und je mehr Waffen von irregulären Milizen benutzt werden, desto größer die Gefahr ist, dass auch nach einem Regimewechsel diese Waffen weiter genutzt werden. Ein bisschen davon sehen wir heute in Libyen. Und wenn die internationale Gemeinschaft hier was tun kann, dann glaube ich, muss sie den Syrern helfen, sich so zusammenzufinden, dass ein vernünftiger Übergangsprozess, wo auch große Teile von denen, von der Bürokratie, vom Militär, von der Polizei, die heute das Regime unterstützen, weil es den Staat repräsentiert,
wo die weiter Teil der Gesellschaft und Teil des Staates bleiben, nicht ausgeschlossen werden und keine Angst haben müssen vor Racheakten. Und ich bin auch der Ansicht, das ist wie schon immer, immer wenn es Krieg gibt, muss man im Grunde das beherzigen, was man schon als kleines Kind von den Eltern mitbekommen hat. Man muss nämlich aufeinander zugehen und die Sache lösen. Und ich finde, das haben alle Seiten bislang nicht unter Beweis gestellt, ausreichend. Das Assad-Regime und die syrischen Oppositionen befinden sich bislang in einer kompromisslosen Auseinandersetzung. Statt zu sprechen, wird geschossen. Zudem erschwert die Spaltung der Weltgemeinschaft ein gemeinsames Vorgehen in der Syrien-Krise. Ob westliche Staaten oder Russland und China. Beide Blöcke verfolgen voneinander abweichende Strategien zur Lösung des Problems. So sieht es auch im Atomstreit mit dem Iran aus. Russland und China sind Freunde Teherans. Sie beide sehen weiterhin keinen Handlungsbedarf. Die USA und ihre Verbündeten fordern lähmende Sanktionen und eine internationale Isolation Irans. Während die Sanktionierung voranschreitet, erscheint immer häufiger der Hinweis auf die letzte Option, nämlich die militärische. Im Israel-Iran-Konflikt geht es natürlich in erster Linie um die Atomrüstung oder die vermutete Atomrüstung Irans. Es geht um das Nuklearprogramm des Irans, was aus israelischer Sicht und aus der Sicht viele andere westliche Beobachter letztlich nur Sinn macht, wenn es auf eine nukleare Rüstung, also auf ein militärisches Programm hinausliefe. Iran wiederum fürchtet, dass Israel und der Westen den Vorwurf, dass Iran eigentlich nach der Bombe strebt, als Vorwand benutzen, um einen Regime-Change, also einen Wechsel des Regimes im Iran, möglicherweise militärisch zu erzwingen? Israel hat davor Sorge, Angst. Nicht in erster Linie, weil man glaubt, dass die Iraner irgendwann eine Atomwaffe gegen Israel einsetzen könnten, sondern weil Iran, wenn es tatsächlich Atomwaffen haben sollte, auch selber nicht mehr abschreckbar wäre. Und diese wechselseitige Bedrohungswahrnehmung macht es außerordentlich schwer, hier zu Kompromissen zu kommen. Man traut einander nicht, man unterstellt einander die bösesten Absichten. Und das ist eine gefährliche Situation, weil sie den Weg hin zu Kompromissen erschwert, ihm viele Steine in den Weg legt. Die iranische Führung sollte verstehen, dass ich nicht eine Eindämmungspolitik verfolge. Ich habe eine Politik, die Iran daran hindert, an eine Atombombe zu kommen. Ziehen Sie in Betracht, dass USA oder Israel einen militärischen Angriff gegen Sie ausführen könnte? Also einen Militärschlag gegen Ihr Land ausüben könnte? Bereitet Ihnen das Sorge? Sie möchten dies tun, aber Sie kennen unsere Stärke und Sie wissen, dass wir Ihnen eine sehr entschiedene Antwort geben würden. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie noch einmal fragen muss. Was meinen Sie mit einer sehr entschiedenen Antwort? Wir würden Ihnen eine vernichtende Antwort geben. Dies ist eine normale Reaktion. Es gibt ein persisches Sprichwort. Wenn jemand mit einem kleinen Stein auf dich wirft, dann musst du ihm mit einem größeren Stein antworten. Die iranische Regierung beweist fortlaufend, dass ihre eigenen ungerechten Handlungen eine Gefahr für die Gerechtigkeit weltweit sind. Wenn es aussieht wie eine Ente, wenn es wie eine Ente geht, wenn es wie eine Ente quakt, was ist es dann? Was ist es dann? Ja, das ist richtig. Es ist eine Ente. Aber diese Ente ist eine nukleare Ente. Und es ist an der Zeit, dass die Welt anfängt, eine Ente als Ente zu bezeichnen. Und wie ich von Zeit zu Zeit während meiner Präsidentschaftszeit verdeutlicht habe, werde ich nicht zögern, wenn nötig, Gewalt zu nutzen, um die Interessen der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Sollten wir das Ihrer Meinung nach ernst nehmen? Ich habe nicht darüber gesprochen, aber wir sind für ein Kriegsszenario vorbereitet. Wir sind bereit, uns selbst zu verteidigen. Ob das jetzt alles nur schlichte Rhetorik ist, ist schwer zu sagen. Es würde in das Gesamtbild hineinpassen, würde allerdings der Iran seine Interessen verletzt sehen, könnte daraus durchaus ernst
ein Ernst entstehen. Jedenfalls ist diese Rhetorik eine, die Israel und die israelischen, auch die Bevölkerung, in Angst und Schrecken versetzt. Und umgekehrt droht Israel Iran für den Fall der Fortsetzung seines Atomprogramms Militärschläge an. Da hat sich was eingeschlichen in die Weltpolitik seit Mitte der 90er Jahre. Seit die eine Welt sich darauf geeinigt hat, wenn wir irgendwo einen Aggressor oder einen gefährlichen Staat sehen, dann tun wir uns zusammen und dann walzen wir den platt mit unserem gesamten militärischen Potenzial. Und da ist viel verkommen und verroht. Also die Diplomatie wird misstraut, weil die Diplomatie selbstverständlich auf Kompromisse immer setzen muss. Es aber immer weniger Politiker gibt, die Geduld haben für Kompromisse. Die Aushandlung von Kompromissen dauert sehr lange. Es wird aber zu Hause sehr schnell nach Ergebnissen verlangt. Medienberichten zufolge plant Israel in den kommenden Monaten diesen Jahres einen Präventivschlag gegen den Iran. Dieser Krieg der Worte ist gerade in dieser Region nicht zu unterschätzen. Der Nahe Osten wird oft als Pulverfass mit kurzer Lunte bezeichnet. Das unterstreicht die Instabilität dieser Region, die durch die Verwicklung verschiedener Interessen weiter verschärft wird. Sollte sich dieser Krieg der Worte zum militärischen Schlagabtausch wandeln, sind die Folgen zwar nicht exakt kalkulierbar, aber zu erahnen. Und natürlich ist Iran ja nicht untätig gewesen. Iran wird nicht in der Lage sein, einen militärischen Schlag wirklich abzuwehren. Aber wozu die Iraner in der Lage sein werden, ist, ihre Netzwerke zu aktivieren, ob die im Libanon sind oder in Syrien sind oder auch bei den Schiiten auf der arabischen Halbinsel. Denken wir an Bahrain, denken wir an Saudi-Arabien selbst. Kurzum, ich glaube, das ist das, was viele befürchten, dass, wenn es zu einem solchen Schlag kommt, die Empörung in der islamischen Welt zu einem allgemeinen Aufstand führen könnte, instrumentalisiert durch iranisch geführte Netzwerke. Wenn es darum geht, kann Israel einen Präventivschlag gegen das iranische Atomprogramm führen, dann würde ich sagen, Israel kann eines tun. Israel kann einen Präventivangriff führen, der vielleicht 1, 2, 3 Tage andauern wird, aber eine lang andauernde Luftkampagne, wie sie notwendig wäre, um das iranische Atomprogramm wirklich zurückzuschrauben, das können die Israelis wahrscheinlich nicht aufrechterhalten. Dafür bräuchten sie die Hilfe der USA. Amerika weiß, dass Israel und die Vereinigten Staaten gemeinsame Werte teilen, dass wir gemeinsame Interessen verteidigen. Und wir stehen gemeinsamen Feinden gegenüber. Irans Staatsführer wissen dies auch. Sie wissen, für die seid ihr der große Satan, wir der kleine Satan. Für die sind wir sie und sie sind wir. Und wissen Sie was, Herr Präsident? Zumindest bei diesem letzten Punkt denke ich, dass Sie im Recht sind. Wir sind sie und sie sind wir. Wir sind zusammen. Nach innen gesehen ist es völlig undenkbar, dass Israel einen Militärschlag tut, der nur teilweise erfolgreich sein könnte. Die Israelis allein könnten nur teilweise militärisch erfolgreich sein, ohne dass die Vereinigten Staaten eingreifen. Das heißt, in dem Augenblick, wo die ersten Bomben auf iranische Atomanlagen fallen, israelische Bomben, ist die amerikanische Marine am Persischen Golf aufgefordert, sozusagen das ihre zu tun und zunächst einmal klarzustellen, dass die iranische Marine, die die Straße von Hormuz bedrohen könnte und auch bedroht, ausgeschaltet wird. Also, in der Logik der Dinge kann Amerika nicht auf der Seitenlinie stehen, wenn die Israelis eingreifen, was immer der Präsident oder irgendeine andere Figur, etwa der Generalstab, in den Vereinigten Staaten dazu meint. Zum Beispiel ist China, das ich ja gut kenne, dabei, sein gesamtes asiatisches Umfeld zu sinisieren, also auf seine Seite zu ziehen, ökonomischen und politischen und auch militärischen Einfluss zu üben, sodass es seinen Einflussbereich über seine eigenen Grenzen hinaus ausweitet. Und wenn ich bedenke, dass China jetzt gerade beim letzten Volkskongress beschlossen hat, den Militäretat in zweistelliger Höhe aufzustocken, dann kann ich bestimmte Länder verstehen, die davor große Angst haben. Also ich persönlich glaube, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung mit China, dass von da aus eine ziemlich große Gefahr ausgeht. Und zwar wird sie dann relevant, wenn es in China so große innenpolitische Probleme gibt, dass man einen äußeren Feind braucht. Sei es Taiwan, seien es die USA, wer auch immer.
auch Russland ist gegen einen Militärschlag. Weil natürlich Russland weiß, wenn Iran ausgeschaltet wird von Israel und den Vereinigten Staaten, der amerikanische Einfluss sozusagen gegenüber Russland wieder wachsen würde. Die amerikanische Macht würde wieder wachsen. Und Putin hat ja erklärt, er will das verhindern. Er will Russland wieder zu einer Großmacht machen. Also politisch sind die Russen gegen einen Militärschlag. Aber was sie militärisch tun könnten, ich glaube, das wäre begrenzt. Es sei denn, sie würden tatsächlich eine globale Konfrontation riskieren. Bei diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Konflikts gibt es Differenzen zwischen den beteiligten externen Interessensblöcken. Hinzu kommt noch der Umgang beider Konfliktparteien untereinander. Es ist schon ein bisschen schwer für Diplomaten oder Vertreter eines Staates, mit Vertreter eines anderen Staates zu sprechen, zu dessen Staatsräson es gehört, den ersten Staat zerstören zu wollen. Mit so jemandem spricht man normalerweise nicht, wenn der einem sagt, ich will nicht, dass du existierst, ich will euch von der Landkarte tilgen. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Klima und gute Voraussetzungen für Gespräche sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Iraner immer sagen würden, Palästina, vorher gibt es keine Gespräche. Da muss erst mal eine Lösung her. Hier gibt es möglicherweise ein Hegemonieproblem, dass beide Staaten ihre Dominanz, ihre politische Dominanz in dieser Region durch den anderen Staat gefährdet sehen. Aber ich glaube, dass das Problem zwischen Iran und Israel letztlich gar nicht so wahnsinnig groß ist. Es gibt israelische Politiker, die gelegentlich darauf verweisen, dass Iran unter dem Schah einer der besten Freunde Israels war. Und es gibt gelegentlich iranische Politiker, davon ist einer jetzt in Ungnade gefallen, die sagen, eigentlich ist das israelische Volk unser Freund. Sozusagen diejenigen, die nicht so sehr über Ideologie nachdenken, sondern über die größeren geopolitischen Entwicklungen sehen, dass es zumindest Interessenüberschneidungen gibt zwischen Iran und Israel. Und auch viele von denen, die das nicht sehen, die eher eine ideologische Position haben, gerade in Iran, die haben absolut kein Interesse daran, eine direkte militärische Auseinandersetzung mit Israel zu führen. In Iran gibt es einen pragmatischen und einen ideologischen Teil der Außenpolitik. Der ideologische Teil der Außenpolitik sagt, wir müssen das Lager des Widerstands stärken, wir müssen für die Palästinenser eintreten. Israel, was man dann gar nicht so nennt, hat keine Existenzberechtigung und deshalb unterstützt man Hamas und Hezbollah. Der pragmatische Teil iranischer Politik sagt, naja, wir unterstützen gern andere, wenn sie Israel bekämpfen, aber wir wollen selber nicht in eine militärische Auseinandersetzung mit Israel und wir werden von unserer Seite auch nichts dazu tun. Ich denke, die meisten Leute sind froh, wenn es keine Kriege gibt. Es gibt schon eine Sehnsucht nach Frieden und niemand ist, glaube ich, wirklich, niemand ist das falsche Wort. Die meisten Menschen möchten nicht, dass andere Menschen im Krieg ums Leben kommen. Und sie möchten das natürlich am allerwenigsten für sich selbst. Was es aber gibt, ist eine gewisse Öffentlichkeitspolitik, die so tut, als gäbe es nichts anderes als die Möglichkeit, Krieg zu führen. Die so tut, als wären alle diplomatischen Mittel mittlerweile erschöpft und die so tut, als wäre der Krieg tatsächlich die Lösung für Probleme, die sich meines Erachtens durchaus auch diplomatisch lösen lassen. Man ist leicht versucht zu sagen, das seien die Medien. Aber die Medien reagieren auf das, was radikale Politiker ihnen liefern. Die Gemengelage ist ja immer ganz uneinheitlich, ob im Iran, ob in Israel, ob in den Vereinigten Staaten und in der Bundesrepublik. Überall gibt es ganz extreme Auffassungen. Und klar, die Medien übernehmen auch dann oftmals ganz extreme Auffassungen, weil sie den Konflikt auch noch verdeutlichen und verschärfen. Also wenn man unterstellt, Iran will die Bombe, dann und Iran dem Westen unterstellt, der Westen will Regime-Change haben. Wenn das so klar ist und die Auffassungen so festgezurrt sind, dann ist das Misstrauen außerordentlich hoch. Und das Misstrauen ist eine enorme Hürde für Diplomatie und für Verhandlungen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein
präventiven oder dass es präventive Militärschläge gegen Urananreicherungsanlagen gibt. Meines Erachtens wären präventive Militärschläge völkerrechtswidrig. Dabei gibt es einen ganz einfachen Grundsatz und an den kann man sich einfach halten. Tut alles, um einen Krieg zu vermeiden. Und alles tun, um einen Krieg zu vermeiden, bedeutet auch selber keinen präventiven Erstschlag führen. Das ist ein Krieg. Und das ist mittlerweile ziemlich in Vergessenheit geraten. Es ist Krieg, wenn ich mit Militär Menschen töte. Es ist Krieg, wenn ich Bomben schmeiße. Es ist Krieg, wenn ich Granaten werfe. Und es ist ein völliger Humbug, dass man einen präventiven, humanitären Erstschlag für etwas anderes als Krieg zu halten. Unter der UN-Menschenrechtscharta gibt es ein Verbot des Einsatzes von Gewalt. Man darf keine Gewalt einsetzen. Jedoch ist es erlaubt, Gewalt in sehr begrenzten Umständen einzusetzen. Die Haupterlaubnis, um Gewalt einzusetzen, ist im Falle der Selbstverteidigung gegeben. Dies findet man im Artikel 51 der UN-Menschenrechtscharta. Demnach ist es erlaubt, Gewalt einzusetzen, um sich selbst zu verteidigen oder Staaten, die angegriffen werden. Sozusagen, wenn Sie in die Moralphilosophie gehen, der ungerechteste Krieg ist der, den Sie beginnen und wissen, dass Sie ihn nicht gewinnen können, weil dann wird nur Leben zerstört und dann wird die Situation hinterher schlimmer sein als vorher. Es ist ein Land, eine große Zivilisation. Es ist eine antike Kultur. Die Bevölkerung hat etwas Besseres verdient, als unter einem Regime zu leben, das Terrorismus exportiert. Zu viele Länder verfügen über Atomwaffen. Zu viele Mächte meinen, durch ihr Handeln Frieden etablieren zu können. Auf der einen Seite fordern westliche Mächte einen Regimewechsel und auf der anderen Seite befürchten Russland und China eine Ausweitung der westlichen Interessenspolitik, die ihre Länder selbst befallen könnte. Das Misstrauen ist außerordentlich groß und an eine deutliche nukleare Abrüstung ist nicht zu denken. Die Folgen einer nuklearen Katastrophe kennen wir aus jüngster Vergangenheit. Die Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima zeigen nicht nur, welche Auswirkungen nukleare Strahlung auf die Bevölkerung dieser Regionen hat, sondern auch auf zukünftige Generationen, die mit schweren Behinderungen zu leben haben. Die Erfahrung aus dem letzten Weltkrieg zeigt, dass Atomwaffen da sind, um sie im Zweifelsfall einsetzen zu können. Daher ist es wichtig, sich verstärkt für nukleare Abrüstung einzusetzen und gleichzeitig das Misstrauen untereinander abzubauen, um die Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen. Ich wäre sehr froh, wenn der Iran das Geld, das sehr viele Geld, was er reinsteckt in sein Nuklearprogramm, dafür benutzen würde, der notleidenden iranischen Bevölkerung, und es leiden sehr viele Menschen im Iran Not, zu helfen. Es gibt erheblich intelligentere Dinge, für die man Geld ausgeben kann, als ausgerechnet für ein Nuklearprogramm. Ich glaube, es gibt in jedem Menschen eine große Sehnsucht nach Frieden, nach Geborgenheit, ja, nach Zugehörigkeit. Also gerade Geborgenheit ist so etwas, ich kenne kaum einen Menschen, der sich nicht danach sehnt. Es ist sehr einfach, auf internationaler Ebene über Mitgliedstaaten der UN zu sprechen und wie sie reagieren können. Und es ist sehr einfach, im Abstrakten zu sprechen, ohne sich auf der Gefühlsebene zu bewegen und ohne ein gewisses Einfühlungsvermögen. Aber wenn man tatsächlich das Leid und Katastrophen enger beobachtet, die tatsächlich geschehen, in Orten wie Palästina, Sudan, Somalia, in Orten wie Kongo, Irak, Afghanistan oder Libyen, dann sieht die Situation ganz anders aus. Denn während man eine Resolution im Sicherheitsrat verabschiedet, ist man von den eigentlichen Folgen ziemlich isoliert. Es sind dann nur wenige Worte, die zur Anwendung von Gewalt genügen, um einen Streit beizulegen. Doch was in dem bestimmten Land passiert, zieht sich über viele Jahre, Jahrzehnte nach der Verabschiedung der Resolution hin. Dann werden abhängig vom Konflikt Menschenrechtsverletzungen zu einem Dauerzustand. Eine militärische Dimension des Konflikts bedeutet nicht nur unendlich viel Leid für die einfache Bevölkerung dieser Region. Denn wir leben in einem globalen Dorf. Die Vernetzung aller Nationen bedeutet auch, dass wir unmittelbar von den Folgen getroffen werden. Neben der militärischen Dimension gibt es eine politische Dimension.
die eine ganz andere ist. Ja, das ist richtig. Aber der sicherste Weg, um das Regime zu stabilisieren, ist ein Militärschlag gegen Iran. Denn die Iraner, sie sind eine sehr differenzierte Gesellschaft. Aber eines hält sie zusammen, oder zwei Dinge halten sie zusammen. Die Religion ist das eine, und noch stärker als die Religion der iranische Nationalismus. Und ein israelischer Angriff gegen Iran würde von allen Iranern, wo immer sie religiös stehen oder weltanschaulich oder politisch stehen, sozusagen als ein Schlag gegen die iranische Nation interpretiert. Was die Iraner über ein Jahrhundert wollen, durch das gesamte 20. Jahrhundert hindurch bis in die Gegenwart, war aufzusteigen in die Mitte der entwickelten Gesellschaften. Und jetzt ein solcher Militärschlag würde ihnen einmal mehr deutlich machen, dass sie gedemütigt werden, dass sie nicht auf dem Weg sind, dieses Ziel zu erreichen. Und das würde sie zu einer Nation, zu der iranischen Nation, zusammenschweißen, die Widerstand gegen nicht nur Israel leisten würde, sondern gegen jeden, der sich an der Souveränität Irans vergreifen würde. Wenn es zu einer größeren kriegerischen Auseinandersetzung kommt, bricht das Weltwirtschaftssystem zusammen. Das ist schon allein deshalb so, weil es alles nur noch an ganz seidenen Fäden hängt. Es ist nicht mehr so wie vor 10, 20 Jahren, wo man mal in den Irak einmarschieren konnte oder sonst was. Also wenn wir über politische Schocks sprechen, zum Beispiel über politische Schocks, die aus dem Mittleren Osten kommen, beispielsweise eben zwischen Israel und Iran oder auch in Nordafrika oder in den Golfstaaten, dann hat das natürlich Konsequenzen dramatischer Art. In dem Sinne, dass wir nicht nur über die Rohstoffpreise diesen Schock in die Welt transportieren, sondern auch über militärische Konflikte, über Rüstungsausgaben und so weiter und so weiter. Das würde natürlich den Sanierungsprozess innerhalb des Euroraums dramatisch verschärfen und auch erschweren. Wenn Iran zum Beispiel tatsächlich die Straße von Hormuz sperren würde, die Frage ist, wie lange könnten sie das tun? Die Amerikaner würden militärisch eingreifen, dann hätten wir einen Krieg im Golf. Und wir wissen, dass die Versorgung mit Öl immer noch extrem wichtig ist für die Weltwirtschaft. Wir haben schon gesehen, was passiert, wenn die Finanzmärkte zusammenbrechen. Also das würde Deutschland natürlich treffen. Unsere Versorgung nicht nur mit Öl, sondern mit allen möglichen Dingen wäre möglicherweise gefährdet, und zwar nicht nur unsere, weil die Dinge ja heutzutage überall transportiert werden, und wenn man kein Öl mehr hat, wird auch nichts mehr transportiert. Wir sehen jetzt schon, dass die Steigerung der Rohstoffpreise, auch gerade der Ölpreise, vielen Ländern sehr zu schaffen macht. Es ist nicht Deutschland klagt da auf hohem Niveau, wenn wir an die Benzinpreise denken, aber in anderen Ländern ist das viel gravierender. Wie sollen Sie das finanzieren? Wenn Sie heute irgendwie eine größere Schiffsladung Reis in Hongkong bestellen, dann muss eine Bank diese Schiffsladung mit einem Akkreditiv garantieren. Wenn diese Bank aber pleite ist aufgrund eines kriegerischen Konflikts, dann kann sie das nicht mehr. Dann gibt es auch nicht mehr diesen Reis aus Hongkong oder China oder Indien oder wo auch immer. Dann kriegen Sie auch nicht mehr die kleine Schraube, die Sie am Traktor brauchen, um ihn zu reparieren, hier auf dem Feld zu ernten und so weiter und so fort. Wenn es zu so einer Situation kommt, sind die Supermärkte in einer halben Stunde leer, und dadurch, dass überhaupt keine Lagerhaltung oder Nachhaltigkeit mehr da ist, wird auch nichts mehr nachgeliefert, und dann ist aus. Unser Wohlbefinden und das der gesamten Welt wird aufs Spiel gesetzt. Viel bedenklicher ist, dass mit dem Schicksal einer ganzen Nation gespielt wird. Die militärische Einmischung ist heutzutage zu einem beliebten Mittel geworden. Die Diktatoren, die man jahrzehntelang unterstützt oder zumindest toleriert hat, werden mehr oder weniger gezielt gestürzt. First, we will shut down terrorist camps, disrupt terrorist plans and bring terrorists to justice. And second, we must prevent the terrorists and regimes who seek chemical, biological or nuclear weapons from threatening the United States and the world. Der Militärschlag bringt schnelle Lösungen, bringt schnellen Applaus, und um die Folgen müssen wir uns soweit erstmal nicht kümmern. Es wird ein Staat destabilisiert. Was das bedeutet für die Menschen, die in dem Staat leben, wird nicht mehr thematisiert. Das interessiert diese Sorte Politik nicht. Und wenn es dann da unten wieder rappeln sollte, schicken wir wieder Bomber runter. Das ist
erinnert stark an die Chirurgie, die so bis ins späte 19. Jahrhundert betrieben wurde. Also anstatt die Wunden zu heilen, wird das Bein abgeschnitten. Und wenn es dann immer noch nicht heil ist, schneiden wir weitere Körperteile ab. Und wenn irgendwann der Patient bei der Operation gestorben ist, dann kann man immerhin sagen, wir haben ja alles versucht. Heute können wir definitiv sagen, dass das Gaddafi-Regime zu seinem Ende gekommen ist. Die letzte Hochburg ist gefallen. Die neue Regierung festigt die Kontrolle über das Land. Und einer der längsten regierenden Diktatoren ist tot. Vieles ist verkommen. Man muss sich nun die Frage stellen, wie man zur Befriedung der Region beitragen kann. Und welche Rolle sollte dabei Deutschland zukommen? Nicht zuletzt aufgrund der historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel. Ich glaube, die deutsche Politik könnte die Rolle spielen, dass sie auf beiden Seiten eine hohe Anerkennung, eine hohe Reputation hat. Wir haben auf der einen Seite unmissverständlich gesagt, dass wir das Recht auf Existenz von Israel nicht in Frage stellen. Allerdings ist auch im Iran, im alten Iran, gibt es ja seit über 100 Jahren alte, sehr gute traditionelle Beziehungen zwischen Kaufleuten, aber auch in der Diplomatie. Der Iran hat keinen Grund, Deutschland grundsätzlich zu misstrauen. Wir sind ehrliche Mittler. Wir wissen auch aus der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte, dass Diplomatie sehr viel erreichen kann. Aber es braucht dazu eine vereinte quasi Staatengemeinschaft. Wir müssen immer auch davon ausgehen, dass es nicht einfach ist, mit diplomatischen Mitteln Konflikte zu lösen. Aber deswegen sollten wir es nicht aufgeben, es zu versuchen. Jeder Tag, den wir verhandeln, jeden Tag, wo nichts Schlimmeres passiert, ist ein guter Tag. Und deswegen ganz klare Vorfahrt für diplomatische Lösungen. Ich würde nie in erster Linie für einen militärischen Einsatz plädieren, wenn die Diplomatie nicht ausgeschöpft ist. Und ich glaube, Diplomatie kann man meistens sehr viel länger ausschöpfen, als manche hastigen Politiker denken. Manchmal muss man sich da vielleicht beim Militär, bei den Militärs selbst orientieren. Die wollen in der Regel keinen Krieg führen. Es sind in der Regel Politiker, die vom Krieg führen reden, weil sie mit ihrem eigenen politischen, diplomatischen Latein am Ende sind. Aber ich würde ein Beispiel nehmen aus den 70er Jahren. Da standen sich die Großmächte waffenstarrend gegenüber. Viele haben demonstriert gegen Atomraketen und fürchteten, irgendwann komme der Dritte Weltkrieg. Und es ist gelungen mit Entspannungspolitik, aber auch mit Friedensbewegungen und mit Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und mit vernünftig handelnden Regierungen, dass davon heute gar keine Rede mehr ist. Wenn ich mir anschaue, was zwischen Deutschland und Frankreich geschehen ist nach dem Zweiten Weltkrieg, ich finde es toll, wenn Menschen in Urlaub fahren nach Frankreich, nach Italien. Ja? Wenn es Schüleraustausch gibt, wenn es Jugendkontakte gibt. So, die alten Kriegshelden, die sind nicht nach Frankreich gefahren. Aber die neue Generation, wo das nicht so triggert, die brauchen Austausch, 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 Kontakt. Und zwar nicht mit einer Nation, sondern mit einzelnen Menschen. Und ich finde es äußerst positiv, was jetzt gerade zwischen der israelischen und der iranischen Jugend passiert, dass man sich zum Beispiel austauscht per Internet, dass man sich seine gegenseitige Sympathie bekundet. Das ist der richtige Weg, auch wenn es manchmal aus der politischen Sicht etwas naiv erscheint, aber das ist genau der Weg. Man muss Angst haben davor, auf den, mit dem man eben noch einen intensiven Internetaustausch hatte, irgendwann schießen zu müssen. Die Grundlage für eine globale Krise ist bereits gelegt. Statt alle Kräfte für Diplomatie und Verhandlungen zu sammeln, wird stattdessen auf militärische Aufrüstung, Provokation und Bedrohung gesetzt. Es ist nicht von einem Konflikt die Rede, der zwischen zwei Parteien ausgetragen wird, sondern von einem, der weitere Parteien mit hineinziehen würde. Dies würde eine Kettenreaktion der Vernichtung von Menschenleben in Gang setzen und den erstrebten Frieden in unbekannte Ferne drängen. Egal Israel oder Iran, dort leben Menschen. Und Allah hat im Heiligen Koran gesagt, wir haben die Adam, Bani Adam, die Kinder Adam geehrt. So, der Mensch im Mittelpunkt ist die beste Schöpfung Gottes. Und Allah hat alle gesamte Universum und alle gesamte Welt den Menschen dienstbar gemacht.
Und dann hat Allah gesagt, wer einen Menschen tötet, also wird die ganze Menschheit getötet. Und der Koran hat diese Aussage von Alten Testament, das heißt auch für die jüdischen Schriften, aufbewahrt. Wir sind Fleisch und Blut und Knochen. Wir haben ein Gehirn, die meisten Menschen benutzen es nur selten. Wir haben eine Seele. Wir sind geschaffen worden. Wir haben eine begrenzte Zeit hier. Vielleicht 80 Jahre, vielleicht 90, wer weiß, aber begrenzte Zeit. Irgendwann werden wir weg sein von hier. Und die Frage ist, wohin und was kommt dann? Und welchen Eindruck hinterlassen wir? Und meine Botschaft für alle Menschheit ist einfach, denk ein bisschen, wie begrenzt unser Leben ist, wie wichtig jede Sekunde ist. Verschwenden wir es nicht. Es gibt so viel zu tun auf dieser Welt. Das jüdische Konzept Tikkun Olam heißt, die Welt ist imperfekt, wir müssen es noch besser machen. Unsere Aufgabe ist, die Welt besser zu hinterlassen, als wir gekommen sind. Nicht perfekt, aber etwas. Die Würde des Menschen, der Begriff des Würde des Menschen, dieses Konzept, die für die beiden Religionen gemeinsam ist, im Alten Testament für die Juden und im Heiligen Koran für die Iraner. Ja? Wenn dieses Punkt hochgehalten wird, kann man Krieg vermeiden. Immer mehr Menschen verlieren wie in früheren Krisenzeiten das Vertrauen in das politische System und in demokratische Strukturen. Sie haben das Gefühl, nichts mehr verändern zu können. Natürlich kann ich als einfacher Bürger was verändern. Ich kann auf die Straße gehen und ich kann demonstrieren. Ich kann in eine Partei antreten und kann den Marsch durch die Institutionen wagen. Dazu gehört aber ein Fleiß und eine Bereitschaft, sich zu engagieren. Und deswegen muss man diese Leute ermutigen und sagen, ja, du alleine, du kannst das nicht. Ja, man, sozusagen eine Führungspersönlichkeit oder so, die kann eben nicht das Land verändern. Sondern du musst versuchen, für die Positionen, die du hast, Mehrheiten zu finden, demokratisch zu streiten, und dann muss man es probieren. Ja. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich habe viele Dinge auch in meinem politischen Leben erfahren, wo ich immer gedacht habe, das wird nie etwas. Nehmen Sie mal die Teilung Deutschlands. Klar, man hat gehofft, irgendwann würde die Mauer fallen. Aber dass es dann so schnell und so deutlich und so demokratisch umgesetzt wurde, hat man nicht erwartet, habe ich auch nicht erwartet. Und man darf sich nicht hinsetzen und sagen, damit habe ich nichts zu tun, und wenn dann Veränderungen passieren, sich dann aufzuregen, Mensch, wie war denn das möglich? So leicht geht's nicht. Nirgendwo gibt es ein Ende, eine Sackgasse. Es gibt bei allen politischen Entscheidungen, gibt es immer wieder Lösungen und Möglichkeiten, die ein Stück wieder mehr Frieden bedeuten. Es bleibt also wenig Zeit. Große Reden und symbolische Gesten, auf denen Applaus folgt, reichen nicht aus. Jeder muss seine Stimme gegen Grausamkeit und Ungerechtigkeit erheben. Und das ohne Blick auf egoistische Interessen und mit der Motivation, absolute Gerechtigkeit in der Welt zu etablieren. Jeder muss mit all seiner Kraft und Möglichkeit nach Frieden streben, damit das Licht der Hoffnung auf Frieden am Leben erhalten wird. Musik